Herr, also meine Didi, meine Frau und ich haben in diesem Aufenthalt von euch sehr viel dürfen lernen. Sehr auf sehr spezielle Art und Weise. Und ich würde auch lügen, wenn ich würde sagen, dass immer alles auch ganz angenehm war. Mhm. Ihr habt uns in solchen Situationen immer Geschichten von Bibel und von Jesus erzählt. Ja. Ich glaube, wir haben einiges verstanden. So kurios, wie manchmal das Hotel ist, sind auch Geschichten von Gott. Gottes Wege sind manchmal sehr speziell und nicht so, wie sie Menschen machen würden. Am ersten Tag haben wir gelernt, dass wir auch mit wenig zufrieden sein können, wenn selbst Jesus in der Krippe irgendwo in einem Stall auf die Welt kommt. Am zweiten Tag haben wir gelernt, dass Gott alle gleich gern hat, egal wie sie aussehen oder wie sie sich benehmen. Und darum auch alle verdient haben, am VIP-Tisch zu hocken. Am dritten Tag haben wir gelernt, dass wir anderen helfen sollen und nicht immer nur auf uns selber schauen sollen. Gestern haben wir gelernt, dass wir Jesus vertrauen sollen. Und heute seid ihr wieder Kind geworden und haben gelernt, dass Gott will, dass wir sein wie die Kinder. Genau, also ist es. Eine Frage liegt mir aber auf dem Herzen. Macht ihr für jeden Gast so ein spezielles Programm? Nein, nur für euch. Es ist weg. Schade. Jetzt, wo es gerade so schön wäre geworden.